Microsoft beendet die Ära Xbox 360. Wegen Balancing-Änderungen geht ein großer Aufschrei durch die Hearthstone-Community und es gibt ein neues Spiel von ehemaligen Witcher 3-Entwicklern. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Microsoft beendet die Ära Xbox 360, denn wie auf der offiziellen Website zu lesen ist, stellt man die Produktion der Xbox 360-Konsole nach über 10 Jahren ein. Das heißt nicht, dass die Xbox 360 von jetzt auf gleich für immer verschwindet. Es werden natürlich noch die Lagerbestände der Konsolen und des Zubehörs abverkauft und natürlich laufen auch die Server noch weiter, auch der Kundendienst wird weiter da bleiben, aber man stellt eben keine neuen mehr her. Microsoft erklärt, dass die Xbox 360-Spiele ja in Form der Xbox One Abwärtskompatibilität weiterleben werden, da die Xbox One ja zunehmend mehr Xbox 360-Spiele abspielen kann. Xbox-Chef Phil Spencer erklärt dann nochmal, wie viel die Xbox 360 allen bei Microsoft bedeutet hat und bedankt sich abschließend nochmal bei allen Käufern. Die Xbox 360 ist damals im November 2005 in den USA in den Laden gekommen. That future starts right here, right now. This is my Xbox 360. It's here and it's on. Bevor das Flüstern der alten Götter für Hearthstone erscheint, geht erst nochmal der Aufschrei der alten Spieler durch die Community. Denn Blizzard hat auf der offiziellen Website angekündigt, dass es großflächige Balancing-Änderungen für das Sammelkartenspiel geben wird. Und am härtesten trifft es da die Druidenspieler. Zum Beispiel die Karte Naturgewalt beschwört immer noch drei Treants oder Trants oder wie auch immer ihr glaubt, dass dieses Wort ausgesprochen wird. Die kosten sogar ein bisschen weniger Mana, aber die Helfer können nicht sofort angreifen, nachdem sie beschworen worden sind. Und das macht den sogenannten Combo-Druiden praktisch unspielbar. Es trifft aber nicht nur die Druiden, auch zahlreiche andere Karten wurden abgeschwächt. Mit der Zielsetzung, so Blizzard, allzu aggressive Decks auszubremsen. Also Decks, die andere Spieler mit einem oder wenigen Zügen sofort ausschalten können. Die Änderungen treten in Kraft mit dem Update 5.0, das entweder kurz vor oder zusammen mit Flüstern der alten Götter am 27. April erscheint. Doch nehmt es nicht zu schwer. Sicher ist's nur eine mehr. Vom Flüstern der alten Götter. Seven the Days Long Gone heißt ein neues Isometrie-Action-Rollenspiel und das kommt von keinen Unbekannten, sondern von ehemaligen Witcher 3-Entwicklern. Im Spiel lenkt der Spieler seine Figur durch die Sandbox-Welt von Vettrell und das Ganze passiert mit einem neuartigen Parcours-System, das die Entwickler so beschreiben, dass es vom PC-Klassiker Thief inspiriert ist, nur eben nicht aus der Ego-Perspektive, sondern in der Vogelperspektive hüpft und springt man da über Dächer. Außerdem erfüllt man viele Quests und da soll es, Witcher lässt grüßen, schwere moralische Entscheidungen zu treffen geben. Seven erscheint erstmal nur für den PC, einen Release-Termin gibt's aber noch nicht. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.